So, ich bin dafür, dass wir eine Farbe nehmen, die zu meinem Anzug passt. Zum Beispiel die hier. Ich habe ja keinen Anzug. Warte mal, ich nehme mal meinen Dings hier. Hallo. Was halt da, was am Apparat? Ja. Ich hab scheiß Internet, mach mal schneller. Erst, wenn der Anschluss nicht stimmt. Ah, okay. Zur Info, wir nehmen gerade auf. Pink passt zu dem schwarzen Anzug, ja? Zu schwarz passt alles, das ist das Geile an schwarz. Aber die rote Krawatte ist ein Problem. Welches Team? Rot. Ja, super, jetzt ist rot voll. Wir gehen extra rot, weil die eben blau, grün gesteckt haben. Und da geht einer zu seinem Quad, der einfach nicht mehr laufen kann. Weil Lynx und fucking Moss. Ja. Bestimmt noch irgendwie, wahrscheinlich auch Ammo-Perk. Wir haben sich nicht auf dem Dach gesehen oder niemand auf dem Dach gesehen. Wir haben gesehen, dass einer im Turm ist, dass da Tracer fliegen. Aber Dach war nichts, also schießen wir auf Ziele, die wir sehen. Also wenn wir gar nichts anderes gesehen hätten, hätten wir vielleicht mal auf die offenen Luken geschossen aus Langeweile. Aber wenn wir Ziele haben, brauchen wir auf etwas schießen, was uns nicht bedroht und irgendwie, wo wir um die Ecke schießen, wo wir Billard spielen müssen. Ja, das haben wir auch gesehen. Ja. Ja. Okay. Unter Turm 2 Richtung diesem langen Bürogebäude an der Mauer. Erkannt, da liegt auch einer. Auf dem Dach bei der Kirche, also links von der Kirche, auf diesen zwei Reihenhäusern. Ja. Links vom Fallschirm. What? Er kommt gleich wieder als Redneck. Wenn er jemanden hat zum Rednecken. Guck mal, da läuft einer beim Wasserturm, zwischen Wasserturm und unseren Jungs. Ja. An den Steinen gerade, läuft auf Haufs zu. Ah, okay. Die haben ihn vorbeigerannt. Welches Team ist denn das Bienchen? Blau. Dann werfen wir mal einen Blick aus den rechten Fenstern, guck mal. Ja, siehst du die, wenn jetzt Redneck ist. Oder Hawken. Hawken, ja. Ich bin links. Ist auch links von uns. Ja, erkannt. Ah, das ist eine Uhr. Ja, kein Problem. Nein, bleib kurz auf. Warte, ich schieß jetzt. Wir wurden gerade noch von woanders beschossen. Ja, das ist doch für die Miniger. Der war irgendwie bei den Steinen. Blau. Hat er gefragt? Warum Lidl? Raus, Hawk auf. Hau drauf, hau drauf. Wo ist die Hawk? Nee, das war Mauer, es war Dings, die Bombe, ich hab mich verbrochen.
wird ja langsam mal Zeit. Ich drehe ein. 1-4 rechts. 800 rechts, links. 14 rechts, 8 links. Runter. Richtung Zone wieder. Erkannt. Der schießt was auf uns. Ja, rechts, Goshawk. Welche? Doch, rechts, Goshawk über uns. Fliegt Richtung Blau. Die dreht sich jetzt hinter uns. 6 Uhr. 50 Meter über uns, 300 Meter hinter uns. Gut. Wir bleiben mal bei der Tiburon gerade. Weil die ist einfach gerade da. 10 Uhr, 11 Uhr. Ich mach die Kurve so weiter, dann kriegst du Winkel auf rechts. Ja, aber ich guck nach hinten. Ja. Hab sie auf jeden Fall getroffen, jetzt ist sie zu hoch. Ich weiß aber nicht, ob ich euch den Heckrotor weggeschossen habe. Ja, mir können sie den nicht mehr wegschießen, ich hab gar keinen. Die sind gerade nicht mehr. Die sind nah, die sind auch runtergekommen ein bisschen scheinbar. Ich sehe sie aber noch nicht. Die sind hinter uns. Das habe ich mir gedacht. Um die 50 Meter über uns. Die ist halt weiß. Scheiße. Okay, jetzt auf 1 Uhr, 2 Uhr gleich. Erkannt. Ja, ich steche gleich. Ja. Hau drauf. Das sind halt Pussys, Alter. Weißt du, wer kämpft auf fucking 1000 Meter mit einer Ghost Hawk? Haben eindeutig das falsche Fluggerät. Hätten sich irgendwie eine Mars-Sonde nehmen sollen oder so ein Scheiß. Ja, ansonsten lassen sie ihre Munition verschießen. Weil sie schießen die ganze Zeit, aber treffen recht wenig. Ziehen wir hier in Ruhe unsere Kreise, das wird schon. Oh, die sind jetzt ein bisschen näher dran, gleich. Wie viel Uhr? 6 Uhr war ich, ja. Ich hab schon Uhr. Oh, aber jetzt kommen sie gleich in mein Schussfeld. Ja, soll ich so halten? Kippen, kippen, kippen. Welche Richtung? Nach links kippen. Ja, sparen wir uns die Muni. Da 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 da. Smack you up before you go go. Oh, wir haben Sprit-Lag. Nö, ja, ganz, das hat sich schon wieder geschlossen. Das ist schon seit einer Weile so. Oh Jungs, Alter, ihr seid so peinlich. Ganz im Ernst, die sind so. Linke Seite, warte. Winkel rechts kommt. Ah, die sind zu hoch. Winkel auch nicht mehr. Okay, hat mich rausgeschossen. Kein Problem. Eine Salve und ich bin direkt am Tod, ja. Ja, es sind halt Pussys, Alter. Wer fliegt uns denn auf 1000 Meter an? Ich bin auf der linken, der ein bisschen was auf seine Pilotenehre hält. Ja, links gut. 70, rechts 40, 400. Ehre ist halt auch ein. Naja. Unklares Konzept, ne? Also. Was ich darunter verstehe, ist natürlich noch was anderes als wer anderes. Oder wie man das bewertet. Oder für wie wichtig man das hält. Aus, mal geradeaus. Okay, jetzt habe ich links nichts mehr. Aber wir haben auch
wieder ein Sprit-Lag. Ja, jetzt hat sich wieder gefangen. Du bist gleich auf rechts, und zwar sehr schön. Gleiche Höhe oder muss ich höher? Gleich, fast gleiche Höhe. Hau drauf. Welches Team sind wir? Rot? Rot, ja. Wo bist du gerade, Flixus? Flixus ist nicht mehr bei uns im Channel. Achso, ist schön, dass der sich auch immer verabschiedet. Guck mal gerade, wer bei der Base ist. Keiner mit einer Lynx, glaube ich. Hey guys in base, get ready to defend the base. We're gonna pull an enemy ghost dog into our base. Would be nice to get your assistance. Hallo Wolfgang. Hallo Dingo. Hallo Dingo. That's so weird. Sind das ein Haufen Pussys, ne? Ganz im Ernst. Oh. Ja. Weil die so hoch anfliegen. Oh nein, ich treffe die Frio nicht. Das Dick. Das heißt, sie haben keinen Spawnschutz. Ich kreise mal in den Spawnschutz rein. Ich weiß auch nicht, ob die noch hier sind. So, da sind wir. Reaper ist drinne, ich steig aus. Ah, die sind hier rechts. Ja, da ist sie. Reparier mal. Ich repariere. Dann können wir die eigentlich direkt abfangen gehen. Das wird eigentlich schon ein Traum. Ein Traum. Naja, ist ja alles gut gegangen. Grün? Ja. Aber Biene war doch blau. Nee, die Biene war nicht blau. Ich hab doch geguckt gerade. Biene Meier ist in Team Blau. Okay, aber auf jeden Fall, ich wurde von Schlocks gekillt und der ist grün. Dann ist das Smack. Ah ja, Smack und... okay. Dann wird die Hawk über der... Nein, es ist eine Taro, never mind. Die fliegt gerade los. Die fliegt zu den Türmen, glaube ich. Ja, siehst du die? 12 Uhr? 11 Uhr? Ja. Hat uns erkannt. Warte, ich schieß jetzt. Elf Uhr, oder? Ja. Ja.
Aber da, wo sie hin will, macht es keinen Unterschied. Ey, die fliegt jetzt zur Zone, Richtung Zone. So. Trotzdem kein Unterschied. Elf Uhr. Gefangen. Links noch 700. Wenn das zulässt, versuche ich auf rechts. Das heißt, warum man Zeit schinden wollte. Ja. Lass kurz. Lass was machen. Rechts. Der Typ. Sowieso noch 44 Schuss. Ja, rechts. 1 Uhr. Sag mal, wenn er ausbricht. Ja, genau. Das musst du mir sagen, bevor er steigt. Achso, aber ich dachte, jetzt siehst du, weil er... Ich seh ihn nicht, da ist mein scheiß Cockpit zwischen. Okay, er ist ausgestiegen. Einer ist ausgestiegen. Okay, ich gehe auf Right Turn. Ja. Ich hab gedacht, wir kollidieren jetzt, ne? Das war so knapp. Siehst du die Schirme? Einen Schirm sehe ich. Sein Pilot ist, glaube ich, rausgeflogen. Sein Gunner. Der ist an dieser Y-Gabelung. Und er fliegt zurück. Jetzt müssen wir uns schnell holen. Boah, mich fuckt das gerade ab, ne? Diese Russen, die ständig Hacker reporten und ständig Fail-Reports machen, ständig irgendwie warten, dass Fahrzeuge ausgebrannt sind und dann despawnen, damit sie RPG, also die auch so Fake-Reports machen und so. Die spammen gerade irgendwas mit Hacker und so im Zeit und schrieb die ganze Zeit Pop-Ups. Okay, ist down. Wie viel hast du rechts noch? 1400. Wir könnten ihn nochmal. Ja, dann lass machen. Den 1300, genau. Ja, ich dreh gleich nochmal. Wo spammt die? Im Ingame oder im Discord? Nee, Ingame. Aber. Ich krieg halt die Pop-Ups, ne? Wegen den. Den Triggern, die ich gesetzt habe. Portet auch jedes Mal Scheiße, macht auch selber Scheiße in-game. Labert da jedes Mal. Da Ingwer oder so. Ja, müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Dummsinn reden, damit wir die Aufnahme bewerten können. Ich meine, okay, so Dead-Zeiten kann man so ein bisschen rauscutten, ne? So ist nicht. Meinst du, die kommen jetzt mit der Redneck? Weiß ich nicht. Ich sehe keine Horror aktuell. Auch nicht. Oder die wechseln gerade das Team. Nee, okay, Schlox ist noch, die ist noch mal grün. Ja, fuck. Hätte ich gewusst, dass die nicht sofort in die Luft gehen, hätten wir Zeit gehabt zu repairen. Hinten, hinter dem Panzer weiß ich nicht, ob da was steht. Ich sehe da nichts. Okay. Vielleicht ein einzelner Mann oder so, aber... Nee, sieht so aus. Habt ihr so eine Kontur von dem Heli oder so? Nee, das ist nur ein dunkler Fleck auf dem Boden. Wir warten, bis wir abdrehen mit kaufen. Dann lass mal kurz Repair gehen. Ja, Zone einmal.
Ja, aber nur im Vorbeiflug, ich will da nicht bleiben. Wir sind recht schnell, ne? Jawohl, da schießt ein Kühlin oder sowas. Oder ist das eine. Sind ja, die. Gaustalk, blaue Gaustalk hinter uns. Wie hoch? 6 Uhr, ja, 50 Meter über uns, so. Jetzt gleich auf gleiche Höhe. Wie weit weg? 100 Meter entfernt. Okay, ist jetzt auf unserer 6 Uhr genau hinter uns. Sag, wenn du drankommst. Offensiv. Ja. Um die, also genau 6 Uhr und so 150 hinter uns. Trudelt oder ist noch stabil? Ja, nee, er ist stabil. Er ist ein bisschen höher als wir jetzt. So mit 300 Meter hinter uns. Ja, es ist, der kostet uns Zeit. Wenn sich jetzt Ryan wieder einmischt, dann wird's problematisch. Jetzt 100 Meter über uns. Sollen wir ins Mitziehen einfach? In Repair gehen? Ah. Hack is down. Ich gehe runter auf 30 Meter, dann bringen wir den Vogel nach Hause. Ich hoffe, der kommt auf den Turm gleich nicht klar. Weil ich den Tisch nicht assi machen kann, weil Heck. Aber pff, ja, scheiß Hund drauf, wird schon passen. Rein. Haben wir einfach abgesessen. Wo ist er? Ich sehe sie halt nicht mal. Ah, da hinten. 1 Uhr, 2 Uhr. Okay, jetzt schnell variieren. Und den letzten 2 Schuss. Kann nur geil werden. Wenn wir Glück haben, geht Ryan wieder in die Luft. Und beide sind noch da, wenn wir da sind. Ich weiß nicht, ob er das ist, aber wie sind die da so schnell? Komm. Nein, ich glaube nicht, dass er das ist. Also dann haben wir sie unlucky verpasst. Und der hat hinter uns aufgebaut. Also, dass er ganz, ganz schnell 6 Uhr raus ist. Weißt du, es kann natürlich sein, dass er das ist. Alles ist möglich, dass die das sind. Ist denn Yannick da? Ja, der ist da. Ja. Ist er das hier? Wie heißt er denn? Nee, das ist er. Ja, das ist der, ändert immer den Namen. Ja, ja. Immer nach dem Namen guckt er noch ein bisschen.
Wasser, die ist über uns. Na, oh, wie weit über uns? Schütze down. Ja, das ist hier Ali gewesen. Mit der Gaussack. So eine Pussy. Keine Ahnung, wann die da hochgegangen sind. Wo sind die? Rechts ein Uhr, und die fliegen zur West zurück. Okay, dann wollen wir mal. Hast du die? Ja, ja, erkannt. Das Gute ist, die sind sehr hoch, die müssen jetzt runterzirkeln. Was mit der Ghost Hawk? Hat er die abgesetzt? Ja, die hat es noch geschafft. Ja, dann scheiß drauf. Die ist noch im Repair gelandet. Oh, Huron vor uns, 12 Uhr. Okay, link, linker Schütze links. Gehen wir Rearm. Ja, kannst du was zum Trinken holen? Oh, bis gleich. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, um Trinken zu holen. Check, dann hebe ich ab. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, zum Trinken zu holen. Und was ich davor gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Wenn ich noch was vergessen habe. Das ist auch auf. Keine Ahnung, ich lieg 1000 Meter über dir und bleib dran. Hell auch langweilig, aber haben wir ja gerade Müsli verkackt. Ja, Die müssen halt noch lernen, dass ein verkackter Ghost Dog ein verkacktes Space Shuttle ist. Bis jetzt sehe ich nichts. Oh, doch, hinter uns, warte mal. 4 Uhr, um die 200 Meter über uns. Na, oh, sind das ein Haufen Pussys, Alter? Aufhalten, du musst wegziehen. Geradeaus.
Welche Höhe haben die jetzt? Okay, jetzt ja, gleiche Höhe, 6 Uhr. Okay, ich geb dir ein bisschen Winkel. Ja, ich bin auf rechts. Ja, ich weiß. Wie weit sind die weg? Ja, um die 150 Meter war das, aber die sind jetzt gleich nah dran. Ja, warte. Ja, kann ich, weil die sind wieder. Es ist halt lame. It's just lame, because he's always flying this bullshit like a fucking space shuttle. Because he's scared of flying helicopters, like helicopters. Oh, warte, jetzt hab ich den Schuss auf ihn. Wo? Rechts? Okay, schalte. Rechts, ja, rechts, rechts. Ah, er ist wieder zu weit hinter uns. Ah, warte. Ah. Nice. Ja, nice, raus. Ja, yeah, that's your own fault, Smack. Just stop to fly a fucking space shuttle and use the strength of your helicopter. I speak English in case you watch this video later. Ja, ich rede mit ihm. Munitionsstatus? Links voll, rechts noch 1400. Heli steht. Ja, ich setze diesmal grün, glaube ich. Mal die Sicherheit am Abruf machen. Ja, das ist seine Taktik, ne? Er fliegt in die andere Richtung aus der Base raus, damit er höher gewinnt. Er fliegt nach hinten raus. Das heißt, wir gehen jetzt direkt aggressiv. Ich habe keinen Bock, dass er wieder Astro macht. Wie schnell der Höhe gewonnen hat, ne? Das sieht nur so aus. Ja, safe hat er mich gesehen. Der kommt gleich auf rechts, ne? Ja, richtig. Rebanking. Feuer. Bank ist weg. Gut. Ich gehe offensiv. Gleich wieder auf rechts. Links, 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 links. Ja, okay. Und dann geht ihr auf rechts. Okay, scheiß drauf. Okay, du willst den Spiel mal das Spiel machen. Hopp. Gib ihm. Okay, warte, okay, hau. Halt kurz, halt kurz. Wohl, war gerade gut. Also ich muss die Nase hochziehen, ich muss die Nase hochziehen. Nicht, dass wir dann. Ich würde geil, wenn er ihn noch zum Explodieren bringt. Oh, was macht er jetzt? Jetzt. Kurz Banking. Ja, 500. Stable. Okay,
Nee, ich glaube, der fliegt nur. Transport oder sowas. Sehr langsam? Okay. Ja, wahrscheinlich, weil er gestiegen ist. Schon so ein Held, der ganz tief fliegt, um dann hochzuziehen, damit die Leute springen können. Wir können jetzt schon wieder an unserem Arsch klemmen, ne? Flugzeug fliegt auf uns zu. Ah ne, nicht auf uns zu, geht auf das Sniperwerk. Check. Halt abgeknallt. Was, wer wird abgeknallt? Der Big Shack wurde abgeknallt. Wolf, der ist ganz schön auffällig mit dem Ding. Das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Ah, für gutes Ding. Richtig. Dann bleibe ich doch schon wieder klar. Nein, ich denke nicht. Die taucht schon safe. Ich habe mich da jetzt umgeguckt, 360, aber safe taucht er gleich wieder hinter uns auf. Also meint er jetzt all good, but at least we had some fun. Klang so, als würde er jetzt nicht mehr mitmachen wollen, weil er 12.004 Ghost Rocks ausgegeben hat. Hier auf dem Sniperberg ist einer gelandet. Ich glaube, das war der hintere. Hier auf dem Minenberg, rechts hinterer Minenberg. Wie du ihn in den Stein gedrückt hast mit deinen Kugeln. Oh, da fliegt ein Helikopter links von an einer Mine entlang. Hat der vor? Drin? Weiß ich nicht. Hat einen auch auf der Bank sitzen. Ja, vorne links. Ah, war das Schlockse mit Rocketman? Ja. Maybe. Einer ist am Fallschirm. Ja. Der Heli ist aber noch in der Luft, der andere. Keine Ahnung, was da. Dann war Schlockse irgendwo anders. Der Heli geht runter. Wow. Lol. Er hat es nicht geschafft so lang, weil er runtergerutscht ist. Munitionsstatus? Er muss jetzt hier wieder Geld reinholen für die Ghostbusters für den nächsten. Okay, ja, das ist ja in Ordnung. Dach T2. Es war da safe, ist reingelaufen, weil er es uns gesehen hat, denke ich. Irgendwas schießt er uns. Irgendeine Lynx.
Dach T2, Dach T2 Tür. Gott. War ja klar. Selten nicht eben eben gesehen, aber war ein anderer. Heli landet auf 9, neben T3. Er wartet. Ja, hab ich gesehen. Hat er abgesetzt, läuft da an der Straße lang, genau. Möglich. Irgendwo hier ist auch einer, vielleicht an den Felsen oder so. War das so abgehoben? Was hat er denn drauf geschrieben? Er hat gesagt Ghost Noob. Wer denn? Weiß ich nicht. Achso, dieser Alexander. Und ich habe gesagt Ghost Pro, to be fair. Ja. Da kam gerade eine Rakete an uns vorbeigeflogen, wahrscheinlich in der Nähe von T4 oder so, von der Flugrichtung her. Okay. Da war eine RPG oder sowas. Save keine Maus, weil die Maus sieht aus wie so ein Dreieck, langgezogenes. Oh, hinter dem doppelsteppigen Haus, bei den Windtürmen, ja. Gott. Links noch 370. Nur 30 Sachen steigen langsam auch wieder. Oder wieder einer abgelassen, zwei Leute abgelassen. Sehen nicht. Ah, da waren die Bäume da rechts in den länglichen bei Tower 3. Ja, bei den Duplos. Der eine Heli geht wieder runter von grün. Selbe Position oder was? Na, eher mehr so mitten in der Stadt. Okay. Ach, der da. Keiner weiß. Warte. Ah, jetzt kann ich noch Da kommt schon das zweite Mal ein Flugzeug sehr nah an uns vorbeigeflogen. Ich habe das Gefühl, gleich. Dass uns da jemand will. Ist klar, warte mal.
Skiart wie? Zwei Motorhits. Ich glaube, irgendwo bei der Kirche war die Dings, möglicherweise. Vom Audio her. Also nicht die südliche blaue Kirche, sondern die zwischen bei die Tower 3 Kirche. Flugzeug will uns, der fliegt in unsere Base. Schieß ihn raus. Ich hab keine Ahnung. Sie ist nicht. Ah, wird schon auftauchen. Hier sehe ich nichts mehr. Auf dem Berg von hinter Tower 2 steht ein roter Pickup. Ich weiß nicht, ob das ein HMG ist. Siehst du den? Erkannt. Sieht aus, wäre der leer. Und sieht aus, als hätte er keine Bewaffnung. Aber check mal die kleinen Rocks in der Nähe, vielleicht haben wir da einen Scharfschützen oder so. Oder der wird einfach bei der Anfahrt schon rausgeballert, das kann auch sein. Ja, definitiv unbewaffnet. Oh, ich werde ein bisschen langsam. Das kommt jetzt wieder so vom Stadtinneren, die Lynx. Du bist halt extrem aktiv, du bist so 100 km/h schnell, ne? Ja. Tower 2. Tower 2, Tower 4, irgendwas. Oder dazwischen irgendwo. Ja, Tower 3. Wir schießen mehrere. Ich weiß nicht, meine Ortung ist. Hört mich mal in Game. Ich höre dich nicht. Ah, dann funktioniert das wieder nicht. Ich muss. Keiner was. Check mal die Morgue, check mal die Morgue, da stirbt mich jetzt. Ah, ja. Willst du Spaß haben? Cockpit. Einmal Hallo sagen, 10 Uhr.
drauf geht, hast du es gesehen? Ja, Mann. Egal. Diese Scheiben von der Mauer sind manchmal so schlimm. Als wären die von der. Wie heißen die? Das andere. DAPA. Blackfish. Ach so, ich dachte, als wären das so. So DAPA-Technologie, die ersten 10 Jahre auf den Markt kommt, weißt du? Zum Kraftfeld gesichert. Dach T3 lebt das? Ja, das lebt. Dach T3 lebt. Nee, aber du meinst wahrscheinlich auf der rechten Seite von der Straße, ne? Auf derselben Seite von. Ja, genau. Copy. Da wo der Heli steht. Ja, in der Innenmauer sind die. Der wollte wiederbeleben auf T3. Das war nicht nett. Ich seh die nicht. So, eine Rakete, warte. Oh, einer an der Garage, warte. Bisschen schnell sind wir. Munition. 300. Links 700. Check. Ich drehe eine Kurve, um auf links zu gehen und gucke mir in der Zeit nochmal diesen Hügel hier an. Kann es sein, dass da random so ein Sniper rumliegt oder so? Ich sehe aber nix. Weil da fast nur wir sind, ne? Container, zum Leichen. Hinter uns. Wald, Blufer Wald irgendwo die Ecke? Ja, Turm Dings hier, Turm 2. Turm 3 war nicht. Nee. 1. Turm 1. Ja, ich glaube links davon irgendwo. In den Häusern oder bei zwischen Turm 3 und dem Wäldchen vielleicht. Ja, ist recht von dort. Recht. Ja, ich glaube vielleicht Windmühlen. Wird aus irgendeinem Haus rausschießen oder sowas. Oder irgendwo gut versteckt sein. Nimm Spritleck. Gib nochmal Stoff, was du brauchst. Oh, wir haben Headquarter verloren. Ja. Gib nochmal auf irgendwas Feuer. Und dann. Nein, guck. Ja, never mind. Wir gehen ATB. Ja, aber der hat vorher auch 1,5 Clips vorbeigeschossen, also. Wo schaffst du das noch? Ja, sollte in Repair gehen. Easy. Wenn nicht, weil ich verkacke, aber hallo, von der Seite auf jeden Fall.
Siehst du? Weil ich verkacke. Oh Mann. I fucked it up. Ja, das war ein bisschen, der Baum war ein bisschen blöd. Dadurch müsste ich einmal kurz releasen. Und das ist zu blöd. Und dann ist halt. Also für ohne Heck und ohne Sprit ist das nicht der perfekte Spawn, weil du musst rechts rum anfliegen. Das heißt, du brauchst entweder die Zeit quasi, dass du von da hinten anfliegst, dass du quasi mit Heading Nordwest fliegst. Ja, die Stromleitung und diese Dinger da. Ja, die Stromleitung ist eigentlich kein Problem. Aber du hast halt das Gelände. Das heißt, wenn du von da drüben anfliegst, dann hast du halt genau diesen Wasserturm und die Bäume da. Ja, und den Wald, die Wald hier auch. Naja, Wurst. Aber neuer Heli, neue Farbe. Neongrün. Nee, ich bin mal. Das kommt von uns, von unserem Berg. Ruhe. Entweder das ist Big Shock oder das sind Minenwerker. Das ist auch geil. Sag dem Kollegen mal eben. Achso, kannst du nicht. Wenn du mitfliegen willst, dann bitte auf Passagiersitz. Vielen Dank. Wie hast du das umgestellt bei deinem Audio-Cable? Ich benutze kein Audio-Cable mehr, aktuell. Aber was hast du damals umgestellt? Was? Für was? Naja, derzeit ist mein Audio-Cable bei Mikrofon als Standard und mein Mikrofon ist als Standard-Kommunikationsgerät eingestellt. Ja, dass mein Mikrofon nicht aufgezeichnet wurde, lag daran, dass ich ein USB-Headset habe und dass mein Dings noch nicht konnte. Und dann kam einfach irgendwann ein Treiber-Update und dann klappte das wieder. Ich meine, dass man mich in-game nicht mehr hört, dass ich da nicht mehr rede, weil ich glaube, du kriegst nur meinen In-game-Sound zu hören, wenn ich Mikrofon in-game anhabe. Ja. Du brauchst halt das Standardgerät, nicht das Standardkommunikationsgerät. Das Standardgerät ist halt das, was sag's doch, das Spiel als Input für dein Mic nimmt. Okay, hey Christian, bitte von der Gun runter. Du kannst dich gerne auf den Co-Piloten oder auf den Passagier setzen, aber die Gun bleibt frei. Vielen Dank. Okay, gut, dann, weil ja, derzeit ist das virtuelle Links ja als Standard. Ich muss den Namen auch mal starten, aber mach später. Prüfen einmal die Mine. Bevor wir abwerfen. Ich habe auch irgendwo einen Helikopter wieder, wie beim letzten Mal. Das war so schön, als wir den zweimal den Heli-Sniper weggemacht haben. Letztes Mal. Ja, der mehr war irgendwie. Ja, nee, auch auf der Map hier, der quasi jetzt genau über uns war hier. Achso, hier war, okay, ja, der nichts gecheckt hat. Der nichts gepeilt hat. Wo du den Typen erschossen hast, der rausgesprungen war, bevor der Fallschirm geöffnet ist. Ja, stimmt. Da läuft er, ja, 11, 10 Uhr. Aber der scheint sich anzusteichen. Gucken, ob da noch einer ist. Alright, we got an altitude of 260 meters. Get ready, infantry. Whenever you like, and good luck, gentlemen. Ach so, das meinst du mit gerade? Du meinst, ach gerade meinst du mit gerade? nicht mit der Kurve fliegen. Geh mal auf links, geh mal auf links. Ah, es wird zu eng. Nein, das wird prima. Mohawk. Jetzt.
Ja, es reicht. Und auf rechts. Bin ich. Oh. Stable. Back in Strider. Hey, Tower 3, you got pushed from above. Okay, ich team killt jetzt, oder? Nee, hab ich nicht. Nein. Das sind Kollegen gerecht. Ein Taro. Egal. Warten wir bis. Warten wir, bis die voll kommt, oder willst du nochmal? Ja, nicht. Ja, komm, hier. 10 Uhr. Ja, komm, scheiß auf. Den Frack haben wir. Wir können vielleicht nochmal. Nicht um die runter zu kriegen, aber dass es als Frack zählt, falls er jetzt gegen einen Baum fliegt, bestimmt. Das Ding ist leer, deswegen würde ich jetzt nicht meinem. Weißt du, das tankt eh wie behindert. Würde ich jetzt nicht wasten bei einer leeren Taro. Als er Benja fragt, wo er gekillt wurde? Hey Benja, where you got killed from? What distance? Wie bitte? Von wo und wie weit weg wurdest du erschossen? Verstanden. Was? Ich glaube, wie bitte? Eigentlich da nur hinter ihm. Ja, vielleicht im unteren Turm oder sowas. Nee, der war hinterm Gebäude, also. Da müsste ich auch nicht mehr bauen. Lol, Alter, wie er wieder im Power Jump macht. Ja, schieß ihn ab! Nicht gucken! Ich will da. Hat ihm auch nichts geholfen jetzt. Power Jump naht. Ja. Können wir die Felsreihe einmal abgucken? Vielleicht sehen wir irgendwo. Erkannt. Da unter uns. Ja? Ja. Der ist an diesem kleinen Kirchengebäude neben dem Mauerhock. Erkannt. Stable. Das war noch irgendwas nah. Das war unser Heli jetzt. Okay. Oder? War das unser Heli? Ich glaube. Guck mal. Ah, die fliegt wieder zurück. Aber wir können mal eine Dings abholen. Was denn? Ein Humming. Wo ist der? Kommt, ich bringe die auf 1. Was tut? Wo lang fliegt er? Ja, alles vorbei halt. Wieder zurück oder dreht er wieder Richtung Stadt? Nee, er dreht schon Richtung Stadt. Alter. Abgedeckt. Reicht. Da gucken wir mal, wo er landet. Dann erwischen wir, wo wir landen, weil der ist recht voll, glaube ich. Schon ein paar sind zu niedrig gesprungen. Das sind Kills für uns.
Ja, komm, scheiße, jetzt ist er leer. Die, die drauf waren, sind zu niedrig abgesprungen. Ein geschenkten Gaul. Duplo hier unten am Militärding. Ja. Siehst du, am Mauerbruch, Jetzt vor dem Baracken. Jetzt ist er in die Baracke reingelaufen. Du weißt, was ich mit Duplo meine, ne? Ja, dieses doppelstöckige Haus. Ah, da, okay, hab ihn gesehen. Mit, das rechte Duplo, okay. Mit Duplo finde ich, mit Duplo meine ich diese langen braunen, die zwei Türen auf einer Seite haben. Ja, ja, genau. Das sind mehrere. Einer ist in der Mitte. Ja, ja, das sind die Baracken, die Ruinen. Genau, einer ist in der Baracke, einer ist bei dem rechten, bei dem linken Duplo und der eine verfolgt uns hier. Ja, soll er doch. Guck mal da am Baum gegenüber von Duplo, links von dem Baracken. Schnell rennt der. Ist das bewaffnet oder willst du rammen? Ey, der will rammen, ist rammen. Das ist dieser Konto Neist oder wie der heißt. Hier unten scheint ein Heli gelandet zu sein, unter uns jetzt. Rechts. Ich sehe nur Staub. Ist das Staub? Ja, es ist auf unserer 7. Ja. Ist bei der Tankstelle gelandet, glaube ich, behaupten. Ne, nicht Tankstelle. Da, guck mal, zwei Mann an der Straße, zwei Häuser. Zwischen uns und der Fackel. Ja. War das eine Rakete? Ja, das war eine Rakete. Tötet den anderen auch? Ja, der ist hinter dem gelben Haus. Aber der hat mit HE oder so geschossen. Ja, muss. Ja, nochmal, weiter. Idiot. Okay, jetzt geh auf links. Ja, bin ich schon. Und gib ihm, er zielt. Oh. Ja, das sind diese Holzrussen. Die Holzrussen. Was für geile Name. Das sind die ja. Ja, ja, aber Holz. Jetzt kommt gleich der nächste Report. Hacker. Juhu. Da fliegt man zur Base. Ja, ich muss stablen und wir sind aber ein bisschen tief dafür. Oh, Turm! Ich hab hier einfach keinen Platz zum Stablen. Ich muss kurz von der AO weg vorher. Es ist funny. Jetzt hast du's. Ja, jetzt. Und er fliegt in so einer halben Stunde hin und her und kriegt es einfach nicht gebacken und so rum. Aber vielleicht ist es ja auch so ein Bricks-Typ, ja? Der uns ja nur abfacken will, indem er so tut, als würde er uns rammen wollen, damit wir paniken und Scheiße bauen. Habe ich im Netz auf dem. Nevermind. Reden wir, wenn die Aufnahme nicht läuft. Jetzt hätte ich einen besseren Anflugwinkel wählen können. Aber ist nicht schlimm, diesmal habe ich ja eine Engine. Deswegen ist es diesmal vollkommen irrelevant.
selber hier gekillt haben. Oh, das war so übel. Weil er auf dem Turm da hinten lag. Aber war das nicht unsere eigene Base? Waren wir nicht rot sogar? Nee, wir waren grün. Achso, aber ich glaube, wir haben den sogar die ganze Zeit gehört und nicht angegriffen, weil er uns nicht gejuckt hat. Aber irgendwann hat er unseren Teammate unterdrückt und die haben einfach gesagt, Ghost Talk, könnt ihr was machen? Ich habe hier ein Problem. Ja, und dann sind wir halt hergeflogen, haben gewartet, hab den Schuss aber nicht getroffen. Dann irgendwann ist er in sein Dings da abgehauen und ist dann irgendwie ausgestiegen, warum auch immer. Und dann war er mad und hat bei uns über der Base gehabert. Ja, so ist das Leben eben. Der Typ zielt, die zielen beide irgendwie in die falsche Richtung, ne? Die hier auf den Hügeln. Warum zielt der denn nicht? Die gucken auf der Karte, die gucken nach Süden. Vielleicht hat er geguckt, ob wir freundlich oder unfreundlich sind. Ja, das kann er ja nicht sehen. Er kann nur sehen, ob wir in seinem Team sind. Erkannt. Warte. Ja. Oh, und. Ist ja unglücklich. Ja, nicht schlimm. Läuft. Er muss sterben. Ja, ich vergebe ihm, komm. Aber jetzt hat er aber gerade auf mich geschossen, der im Turm 2. Das vergebe ich ihm nicht. Turm 2, unteres linkes Fenster. Ja, aber der war noch nicht in der Tür, als ich den im Fenster geholt habe. Da war nämlich auch einer. Das ist ja ein lila Helikopter da. Hält überhaupt nicht auf. Irgendwas kommt jetzt unter uns her. Oh ja, Ghostwalk hinter uns. 6 Uhr. Richtung blaue Base. Links 500, rechts 2000. Verstanden. Jetzt Richtung unsere Base. Ghost. 90 Grad links von uns. Erkannt. Hat er gerade 100 Meter gedroppt? Das wollte er, glaube ich, nicht. Oh, könnte uns jetzt schießt auch auf die Mohawk. Mach dich ready auf rechts, 1 Uhr. Ja. Okay. Ja, die fliegt seltsam irgendwie. Jetzt Panic droppt sie. Oh. Ja, wenn ich diesen Kampf jetzt verliere, weil die Mohawk mich rammt, ne? Hau drauf. Ja, erkannt. Rudelt aber. Du
rudelt runter irgendwo hin, ne? Ich sehe sie gerade nicht. Ah, ich sehe die Tracer von ihr. Ja. Ist noch oben. Ja. Ach, da. 1 Uhr, 100 Meter über uns. Okay, ja, sie drückt einfach voll Schub, weil sie keine Angst, keine Ahnung hat, was sie tun soll. Na gut, ich kreise einfach unter ihr. Wir fliegen mal zu Blue for Base. Dann hat sie A das Gefühl, wir sind nicht mehr an ihn dran und B warten wir dann da, wo sie hin will. Mann, sind wir kleine Assis. Oh, warte mal. War das nicht die Blue for Morgue, die uns eben rammen wollte? Weil die hatte doch hier, Nee, das war eine grüne Morgue. Weil die hatte diese Blue vor Farbe. Okay, dann, weil... ich 11 Uhr Mohawk. Kurzer Frag. Jetzt ist... Da musste meine Gun noch drin. Ja, der... Nee, der kam gerade aus der Blue for Base raus. Die Mohawk. Die war, die wollten sonst anfliegen, die scheint irgendwo. Okay, das ist grün. Weil ich habe ihn die ganze Zeit erkannt, auch mit so einem Hummingbird, weil er dieses schwarze Emblem hat mit dieser Schrift drauf. Ach so. Daran habe ich ihn halt die ganze Zeit erkannt. Dann wollen wir mal gucken. Hast du irgendwo Sicht auf die Ghost Hawk? Ja, ich guck mal. Blue for Reaper ist frei. Nee, die ist noch über unserer Base. Aber folgt uns noch was, ne? Nein. Dann höre ich nur wieder die Reflexion von meinem eigenen Heli. Also die ist über unserer Base noch. Und steigt. Ja gut, dann gehen wir mal in Ruhe, AO. Dann ist die keine Gefahr. Scheiß drauf. Munition? Rechts. Rechts 1200, links 500. 5 links, 12 rechts, check. Wie weit kann man steigen, bis der Helikopter abstürzt? Das geht relativ weit, tatsächlich. Aber stürzt er dann einfach ab, so wie wenn du zu weit außerhalb der Map fliegst oder was passiert da? Nein, der pointet dann einfach. Also zumindest mit dem. Ich war mit dem Helikopter nicht so hoch, aber ich war mit einer. Mit einer F-18 mal so hoch. Und der dreht sich einfach so ein bisschen ähnlich wie bei GTA, so dass deine Nase dann wieder runter zeigt. Also nicht so plötzlich so snappy, aber so. Und dann aber ich meine, das ist sehr sehr hoch. Also ja? Ja, man wird gekickt. Bei King of the Hill? Ja. Hab das mal gemacht und gekickt. Warum? Keine Ahnung. Er kickt dann ein. Fliegst dann raus zur Lobby. War bei Prio, ne? Ah. Ungefähr. Ja, okay, den müssen wir jetzt wieder anfliegen, das ist hier. Nicht erkannt, ne? Keine Ahnung, ATB.
Ah, guck mal, die Ghost Hawk ist auf. Nevermind. Wo ist die gelandet? Vorne auf der. Achso, okay, ich wollte sagen. Aber das war so ein Wasserplatschen hier. Während die abgeschmiert ist. Das war komisch. Hast du das gerade gesehen? Was? Da unten sind gerade Tracer vorbeigeflogen. Von dem HMG. Ja, ist okay. Da kam eine Rakete. Der dann geschossen hat, ja. Während als wir Safe Zone hatten. Ja. Wo wir gerade wir haben den Heli gestellt an den Marktplatz, sind dann zum Repair geflogen, um da umzugucken, und er hält halt voll in uns rein und checkt nicht, dass wir safe sind. Wow. Das sind wieder die zwei Holzrüsten bei uns, ja. Ich schieße jetzt mal nicht nach. Ich glaube, dass ihr vor. Ja, hast du sie gesehen? Nee, aber ich hab die Rakete gesehen. Ja, ich gehe nach links. Wir sind an der Brücke. Glaube ich. Nee, ja, an der Brücke oder hier bei links? Baustelle. Einen habe ich. Der war an der Baustelle. Woher kommt hier nichts? Ah, okay, die ist auch da an der Baustelle. Frage ich doch, das sind diese zwei Holzrossen. Es waren doch auch die Level 5er und 10er, die doch ohne RPG, sondern nur mit GLs gespawncampt haben. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Ich glaub, die haben noch nie was anderes gemacht. Ja. Aber die spielen das nicht so, als hätten sie noch nie was anderes gemacht. Huron 12 Uhr über der Stadt. Erkannt. Ja, die tut uns einen Gefallen. Stina's Favor. Versuch ein bisschen zu cutten, dass wir uns direkt neben die setzen können. Links, oder links, 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 links. Ja, warte, ich kann jetzt schießen. Soll ich? Ja, jetzt. Jetzt hier auf rechts, müssen wir. Ich hab dich ausgegangen, kann das sein? Warte. Ah, okay, mach einfach. Direkt wieder Rearm. Aber wir waren. Ich hab Killers zu bekommen. Bist du gegen. Lol. Oder hat wurden die da gecampt, irgendwie, dass er da jetzt von jemand anders eine Rakete gefressen hat oder sowas? Ich glaub, der ist irgendwie geflogen. Ich hab auf der linken Gun 1031 Kugeln und rechts 1037 Kugeln. Aber jetzt habe ich die bekommen. Lol. Hä? Haben wir wieder so einen Tausender Pinger? Guck mal, du kannst ja unten mal ein bisschen was in die Kugeln jagen. Der ist uns gleich kreuzt an der Brücke. Ja. Er hält an. Sein Ernst? Aber gleich nachladen. Okay, muss jetzt nachladen.
Das ist schlechtes Timing. Okay, 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 okay. Banking. Jetzt gib ihm. Ja, Magic Überrollbügel. Jeder mit einer verkackten Lynx und einem Rotpunktvisier, der direkt vor uns an der Hütte steht. Der Dude vorhin mit der Lynx und mit dem Maus. Ja! Der nicht mehr laufen konnte. Aber der ist ja bei uns im Team. Achso, du fleckst gerade zu grün, ne? Ja, ich wollte mal gucken gehen. Einfach mal so. Probieren wir mal ein kleines Schrittleck. Das ist nicht schnell und übel. Hat sich gefangen, scheinbar. Was? Okay. Sag mal, was du musst, damit du dran kommst. Negativ, negativ, Feuerkampf mit Redneck. Ist genau 6 Uhr hinter uns. Auf unserer rechten Seite ein bisschen. Kommt aber nicht runter, ne? Okay. Gleiche Höhe wie wir. Ich, ja, ich, links habe ich nichts. Ah, doch, nur noch 100 Grad. Ja, lass mich doch mal laufen. Machen wir. Verstanden, verstanden. Oh, er zieht nach oben. Rocket Man vielleicht? Nee. Ja, nee, er will snipen, Heli snipen. Nee. Direkt über uns. Check. Ja, geh mal runter. Du hast die Option Menü abbrechen, aber funktioniert nicht zu machen. Die Redneck ist vor uns. Wie weit? 500 Meter. Steht gerade, glaube ich, unsere. Warte, warte, ich bin ausgestiegen, bin ausgestiegen. Die ist nicht auf uns fixiert. Die ist einfach nur vorbeigejagt. Die, guck mal, da ist bei Ayakun ist die Redneck. Da, guck mal, siehst du das? Die Hobart da. Ja, das ist. Ja, das ist der andere Dude. Das ist der uns rammen will. Die ganze Zeit. Dein Logo hinten drauf. Nicht als Pilot, Mann, ey. Okay, ich. Und du machst meine Engine wieder aus, du Drecksau. Ja, ich auf Augenstein. Ja. 1 Uhr. Er
Erkannt, erkannt. Ja, ja, ich sehe ihn, sehe ihn, sehe ihn. Was machen die? Achso, Heck, weg. Ja, er muss eigentlich auch raus sein. Ja, er ist raus. Jetzt gibt's Splash in den Bäume. Splash. Colorism. Gut, ja. Das war aber nicht der Heli, der uns eben hinterhergeflogen ist, ne? Also, das, der uns hinterhergeflogen ist, war der Ioni-Heli. Dieser graue, schwarze. Der hat auch nicht dieses Logo. Wenn er jetzt nicht tot ist, dann auf Dach T2, links von der Tür in diesem Dreieck. Ist nicht tot. Lol. Aber er ist so mega am Tanken, ne? Okay, Redneck 11 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr. Ja. Und er ist durch. Nochmal auch getroffen. Kann sein, dass er nur transportieren wollte, dass der random so auf den Zug geflogen ist. Andererseits hat er... Naja, ich glaube nicht. Die sind nicht abgeflogen. Nee, der hat die Elts abgeschossen. Gut, dann... Wollen wir... Ja, das ist gut. Das ist gut, warte. Ups, ja, das sind diese zwei Russen. Ja. Ich bin mal nett. Nice try. Welches Team sind die beiden denn? Blau, ne? Oh, warte, da landet ein grüner Heli. Warte, ja. Nee, er ist kaputt. Er ist an diesem länglichen, an dieser langen Lagerhalle mit dem Container. Ja, das war wieder der Typ, wieder der Colorism. Scheiß auf den Support, das kann gerade wer anders machen. War ja eben auch wer anders. Ja, Silver kommt sowieso die ganze Zeit rein, wenn ich in den Support gehe. Ja, dann kann er jetzt auch in den Support gehen, wenn du nicht in den Support gehst. Wo haben alle Leute da rausgeholt? Sehr schön. Ein Träumchen. Links 800, rechts 1500. 8 links, 15 rechts, check. Nur bei Prio, da müsste ziemlich viel offenes Gelände sein. Okay. Amen-Samen. Rechts von T3 landet Sarah am Dublo. Noch ein Fahrer bei T3.
Egal. An diesem Bunker ist einer gelandet. Bei Tier 3. Verstanden. Alter, ich treffe heute nicht. Oder? Scheißegal. So, rechts noch 130 Runden, lass mal mit links weitermachen. Was haben wir denn links noch? 800. Oh, da schon eine Mauer. Nicht erkannt. Wo ist sie? Ah, ich sehe sie. Sie fliegt gleich zwischen diese zwei Berge. Copy. Ich versuche sie vor uns her zu shiften. Wie du es am liebsten hast. Ah, ich tag's jetzt. Ja, Heck ist weg, reicht. Ich will jetzt nur halb weg. Okay, bei mir dreht er sich noch ein bisschen mit dem Wind, so. Tower 1 ist Feinkontakt. Ja. Im unteren rechten Fenster war der. Achso, den habe ich gar nicht gesehen, aber im Turm definitiv auch. Ja. Lass mal nochmal auf Prio gucken. Wahrscheinlich Turm 3, weil unser Mann ist tot, der da drin war. Irgendwas beschießt uns und trifft auch gut. Wo? Okay. Auf jeden Fall habe ich da aus dem Mauerhawk die Leute weggeholt. Haben wir sowieso keine Munition mehr. Na gut, also RTB, ne? Ja. RTB. Hast du gar nichts mehr? Nur noch 50 Kugeln links und rechts 100 Kugeln. Meinst du für unsere Freunde hier? Ja, ich meine, die waren dann nachher nochmal in der Redneck, aber das heißt jetzt ja nicht, dass sie nicht wieder hier sind. Baustelle sieht gut aus. Strand. Ja, einer ist von denen getrennt gerade. Sieht gut aus. Nice, wenn wir das gewinnen würden. Regeln wir schon. Ich habe langsam Hunger, ne? Und die Runde zieht sich so extrem, weil die so balanced ist. Oh, wir machen wir ein paar Punkte, dann die anderen. Willst du die transportieren? Nö. Ich will nur mal vorbeifliegen. Hat der auf uns geschossen? Der schießt nach links die ganze Zeit weg. Ja, wir müssen grün ein bisschen unterbinden. Nach Möglichkeit. Zumindest in den letzten paar Minuten gemessen sind das die, die am häufigsten die Zone haben jetzt in den letzten paar Minuten. Panzer und Strider von Grün. Ja, ja, auf der Straße hier unter uns rechts. Warte mal. Ja, bringt nichts drauf. Nee, was? War da gar kein Heli? Ah, nee, war ein Busch.
Achte mal sicherheitshalber auf T1. Nicht, dass der gleich wieder im Fenster unten rechts auftaucht. Der eine Typ, der eben rausgeschossen hat. Ah, nee, zeigt sich nicht. Ich gehe ein bisschen höher auf. Oh, Tower 3 auf dem Dach, reingerannt. Ja, wir haben halt mit keine in der Zone, ne? Ich weiß nicht, wo die alle rumhängen. In der Base. Einige sind snipen. Ja, das ist nicht das Problem, dass 3-4 Leute snipen sind, wenn nicht 20 Leute in der Base stehen. Die 4 Leute, die in der Base rumstehen, spielt ihr noch? Guck mal, wer den Hummingbird eingepackt hat auf Tower 3. Hast du es gesehen? Nee. Ey, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Einen Baustellen. Da schießt eine Ghost Hog oder sowas. Oder ein Quillen hinter uns. Ich glaube, Quillen, grüne Tracer. Ist da noch einer auf dem Berg steht bei Blau? Ja, hab ich gesehen. Der steht nicht bei Blau auf dem Berg, der steht hier rechts direkt. Und hier, warte, 11 Uhr. 11 Uhr? Ja, der ist direkt unter uns jetzt. Das ist 1 Uhr. Oder? Du fliegst genau jetzt über ihn. Oh, der ist ganz schlecht, flieg weg. Hä, wenn wir genau über den sind, dürfen wir uns doch nicht treffen. Aber ich habe ihn eh noch nicht gesehen, deswegen scheiß Hund drauf. Ich sehe nicht, wie soll ich hinter mich gucken? Achso, er ist neben der Hauptstraße von Blau. Wenn du um den Berg herum fährst und nicht oben drauf. So. Ja, gut. Soll er doch. Das kommt. Juckt mich nicht. Jetzt von, das, weißt du? Das war auch wieder derselbe. So, jetzt siehst du ihn gleich. Moment, ich sag ihn dir an. Warum? 9 Uhr, 10 Uhr. Ja, ich sehe ihn, sehen. Ja, erkannt. Der Quillen ist down, Dingo, falls du zu dem wolltest. Schütze ausgeschaltet. Tor 4, linkes Fenster, das lange auch. Ja, Entschuldige, der wollte uns. Ich konnte leider nicht warten. Links leer, rechts voll. Also in der ersten Hälfte des Spiels hatten wir eine unheimlich gute Zonenpräsenz. Wenn wir das nochmal hinbekommen, würde ich mich richtig freuen. Guck mal auf Prio bitte. Wir müssen die Grünen rausholen. Die Verlängerung zu Prio, rechte Straßenseite hinter dem einzustellenden Gebäude. Ja, hab ich gesehen. Es fliegt sich gerade, als hätte ich mal Heckrotor so halb beschädigt, aber der ist weiß. Heckrotor ist bei mir orange. Ja, ich glaube, ich habe einfach Scheiße gelabert und auf das falsche Panel geguckt. Ja, der ist orange, du hast recht. Lebt der auf Turm 3?
Scheiß auf Turm 3, Landeanflug beim Wald, beim Bunker. Jetzt haben wir die Roten wieder da. Vor sich nichts verlaufen, vor Turm 3, an der Garage. Ja, hau drauf. Hab nur noch 70 Kugeln. Egal. Ah, hab ihn leider nicht. Ach, nee, doch nicht. Wie viel hast du denn links noch? Leer. Alles leer. Ich muss mal kurz auf Toilette, warte mal kurz in der Base. Ja, kein Problem. Mache ich mir auch kurz ein Scheibchen, glaube ich. Kleines Sekündchen, Freunde. So. Wieder da? Dann warten wir noch ein kleines Sekündchen. Strangest thing ever seen in my life.
Somebody said Nero, boy, ain't you had enough. Look like everybody around here look like they doing funny stuff. I ran so fast, people, it's a fact. Didn't bother take my coat or my hat. Cat named Leroy, oh, how could it be? Leroy said, shorty, why you trying to catch me? Look like everybody around here look like they doing funny stuff. So we are off. Yeah, they doing funny stuff. People, that's me. Something strange going on. Ja. Ah, okay, ich dachte schon, dass du redest, aber irgendwie kommst du nicht rüber. Nee, ich hatte grad, war gerade noch am Kauen. Ich hab das Mic hochgeklappt gerade. Was? Ich hab das Mic hochgeklappt. Ah, okay. Zum Essen. Ich dachte, du hast das Mic hochgeklappt. Was auch immer das sein soll. Ich hab das Mic gekaut. Okay, give me one second. Kleinen Moment. Kleines Zigarettchen. Da. Alright, dann können wir wieder los. Ja. Er ist 135 Euro. Das ist... Woher kommt der? Aus Mauritius. Klingt wie ein Name. Klingt wie ein Name. Wie heißt das Land? Mauritius. Mauritius. Keine Ahnung. Ah, Land in Ostafrika. Also eine Insel. Wenn es Mauritius heißt, dann ist es bestimmt irgendwie so eine Kolonie gewesen. Die hocken da zu dritt auf einem Sniper-Spot. Na Jungs. Und dahinter sitzt noch ein Sniper. Gib's nicht hier. Das bezog sich auf die Sniper, Achtung, die da Styles zu viert auf dem verkackten Hügel sitzen. Achtung, Styles, Aufnahme. Aufnahme. Bitte? Bitte laber keinen internen Scheiß jetzt. Dann können wir nach der Runde dann klären. Ah, super. Keine Geduld, dieser Mensch. Wir hätten das Potenzial, die Runde zu gewinnen, aber wenn wir mit, keine Ahnung, 10 Mann draußen hängen, wird das schwierig. Safe, ne? Die Runde ist eigentlich safe, aber wir geben die wahrscheinlich ab. Außer wir reißen hier richtigen Scheiß ab jetzt. Dass wir... Ja. Die Lynx scheint nicht auf uns zu gehen.
abballern, ne? Dach T4, Dach T4, rechts vom Aufbau. Ja. Hab ich ihn? Negativ? Nee, hab ich nicht. Er geht jetzt rein. Jetzt schießt er nirgends auf uns. Weiß nicht von wo. Schießt den Luftwehr lieber nicht ab. Ja, okay, jetzt kannst du ihn abschießen. Der hält die Blauen halt ein bisschen, der hält die Grünen halt ein bisschen auf. Das ist in Ordnung. Ja, die Runde wird ein bisschen gewastet von den 5 Snipern, die auf einer Position liegen. Und aber nichts machen, aber dafür Teammates abknallen, weißt du? Der Kiosk war doch da eben Teammate gekillt. War sogar 340. Wir haben Tor 1 wieder mit dem Luftlauf, der ist in der Tür. Aber da gehen wieder mal die Kugeln nicht durch. Next try. Ja, da war er doch. Noch ein Dritter. Ah, über 500 Meter. Das war nice. Ja. Das war nice. Das kann man nicht anders sagen. Hey, Big Check, gehst du in die Zone jetzt oder was ist vor? Weil weil die. Das würde echt helfen, jeder einzelne Mann hilft und die liegen. Ich glaube, die Leute, die da zu fünft auf Sniper Hill liegen, die sind ein bisschen beratungsresistent. Nice, Mann, dank dir. Vielleicht reißen wir das noch. Jetzt nicht mit dem, auch wenn er auf die Gun geht. Aber wenigstens hilft er jetzt dem Team aus und springt gleich über der Zone ab. Das ist doch super. Also ich finde, die Grünen könnten ruhig ein paar Fahrzeuge vor unsere Base stellen, um uns abzufangen. Dann haben die nämlich weniger Leute in der Zone. Weiß ich nicht. Okay, hier sind wir. In der Baracke im Storage. Big Jack in der Baracke im Storage ist auf jeden Fall Feind. Da kam eben Tracer raus. Mal ein bisschen auf die Hedges im Tower. Oh, ist rausgesprungen. Ja, du. Sollst du. Ja, ich wusste nicht, was er hier. Achso. Oder du holst. Oder oben.
weiß ich nicht. Big Check. Lächerlich, dass die Preise da so viel aushalten. Warte mal, hier unten ist mal eine Idee. Meinst du, in der Smoke wird revived? Mein Turm 4? Schießt wieder aus der Bar, glaub ich, also. Ja, aber Big Check ist jetzt da. Der regelt das bestimmt. Ich fliege mal raus und dann machen wir einen tiefen Anflug auf Turm 4. Hä? Warum? Hast du da jemanden gesehen? Da wurden eben Leute gecallt. Sollen wohl 4-5 Mann im Turm, Ober- und Turm 4 sein. Links oder rechts? Links. Ja, oberes Rechtsfenster. Yes! Zweimal im Turm, 4 down. Der 1 Dach ist tot. Hinter der Hütte bei der Prio. Zwei Mann. Verstanden. Okay, wir haben die Zone aktuell. Ich ziehe den Turm. Ich ziehe den mal so, dass wir vielleicht auf Tower 3 wirken können. Der ist nicht oben. Nee, einfach hätte einfach mal auf die Dings wirken können. Ansonsten hier dann ein Heli auf 10, da ist auch Infanterie, zwei Mann. Baracke wieder. Oberes linke Fenster. Ja, leer. Also links ist leer, müssen rechts. Der kommt bestimmt auf die Seite und wird wieder auf uns schießen. Ja, das ist wahrscheinlich Jack Safir. Obwohl, der hatte auch vorher schon die Tracer. Jetzt einmal kurz den Revive unterbinden. Und dann nochmal auf den Quillen, würde ich behaupten, ne? Der muss gleich nachladen. Jetzt. Ja, der lädt halt ziemlich schnell nach. Nicht schlimm. Gut. Ausgestiegen. Ja,
Ich sehe keinen in dem Raum. Oh, meiner Heli. Check. Gehen aber meinst. Auch hier falsch schon bei der Kirche. Erkannt. Scheiße. Das Duplo links hinter T4, da ist auch einer gelandet. In den Fallschirm gerade. Da wurde GL gerade rein. Ja, genau da. In der Ecke, ich sehe ihn aber nicht gerade. Ist da drinne, wer weiß. Hast einen. Oh, hat sich gerade gefangen. Lucky. Unter T3, laufen gleich hoch, laufen gleich hoch. Es ist schon hochgelaufen. Tower Dry, you get pushed from below. Tower Dry. Tower 3. Tower Dry. Tower Dry. Ja, ich kann halt mit dir nicht reden. Mich hören sie ja nicht. Einen habe ich. Aber das war schon noch einer drin. Der blutet mich. Anzahl unbekannt. Dry. Okay, jetzt haben wir gleich noch eine Chance, die Grün ein bisschen zu reduzieren. Und Chancen stehen nicht gut, das nochmal aufzuhalten. Unsere Chancen, es zu gewinnen, stehen noch geringer. Ich denke mal, die Runde ist durch. Aber aufgeben ist nicht drin. Dementsprechend Rainer. C hat aufgegeben, der wurde gekillt und bleibt jetzt einfach liegen bis Rundenende. Schätze ich mal. Nee, er ist respawn. Sehr schön. Ghost Talk, Ghost Talk. 11 Uhr. Ah, ist kein geübter Pilot, Fahrwerk ist draußen. Stable. Also hier unten? Nope. Ja, hat er. Heiß unten. Oh, 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 das könnte knapp werden. Nein, jetzt haben die Grünen nochmal. Ich brauche noch ein paar Punkte, damit ich auf Level 1 bleibe. Ne? Haben wir Intel? Platz 1. Für die Grünen, wo die sind?
Schade. GG. Ah, ich habe einen Plus von 38.000. Kein Minus gemacht. Nicht mal 1 Dollar.